Ich warte jetzt hier auf meinen Fahrstuhl, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann geht's für mich ganz alleine zum Friseur. Und da nehme ich euch auch natürlich mit. Das heißt, ich gönne mir mal ein bisschen Me-Time hier auf dem Board. Ich hätte auch gerne Massage gehabt, aber Friseur hatte mir jetzt doch Vorrat. Mal sehen, was es am Ende was, ob es ob und was es dann wird. So, wir haben uns jetzt besprochen. Ihr seht mich ein letztes Mal mit langen Haaren und dann sehen wir uns das nächste Mal mit schicken Haaren. Ja, ich bin fertig, wie ihr seht, und ich bin mega zufrieden. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal zum Friseur zu gehen. Und ihr konntet jetzt auch mal einen kleinen Eindruck gewinnen, wie es hier beim Friseur aussieht. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Rotbeiß sagen wird, wenn er mich sieht. Die Kabine ist auf jeden Fall schon mal ruhig. Das ist gut. Aber da sind zwei Mäuse wach. Hallo. Hallo. Oh, das ist aber kurz geworden. Was hast du? Das ist aber kurz geworden. Wir haben es extra lang gelassen, damit du... Oh, Leute, jetzt ist genau das eingetreten, was Robert und ich eigentlich nie wollten oder vermeiden wollten. Robert hat jetzt längere Haare als ich. Ja, Haare wachsen. Ja, und heute haben wir tatsächlich volles Programm. Ein Punkt jagt den nächsten. Wir gehen jetzt ins Babynest. Wir haben Spielezeit mit Henry. Also, los geht's. Das ist für die ganz kleinen und die Insel der Seeräuber ist für die etwas größeren. Ja, wir befinden uns jetzt im Babynest, wie ihr hört, mit Kindermusik. Und Robert und André sind auch schon fleißig am Spielen. Ja, und während Robert da so mit Henry jetzt gerade in der Krabbelecke ist, zeige ich euch einmal das Babynest. Das ist total niedlich eingerichtet, hier mit so einer Zootapete. Und da haben wir auch eine Wickelecke.
Da gibt es sogar Feuchttücher und einen Windeleimer, ein Waschbecken. Also eigentlich alles, was man braucht zum Wickeln. Nur die Windel muss man selber mitbringen. Die werden hier nicht gestellt. Und dann haben wir hier diverse Spielmöglichkeiten. Da haben wir Bauklötze, da haben wir Murmelbahnen und. Motorische Bälle haben wir hier auch noch. Da werde ich Henry bestimmt gleich einen von geben. Also richtig niedlich und gut gemacht. Und ich denke, wenn Henry später älter ist, wird er davon auch nochmal richtig profitieren, wenn wir dann mal wieder auf der Minecraft sind, hier spielen zu gehen. Und vielleicht kann er dann ja auch schon mit anderen hier spielen. Steh dich auf! Hallo! Bist du da in der Krabbelbox drin, ne? Ja? Hast du dich jetzt gerade hingesetzt? Ja, ist das toll? Ja? Hallo? So schöne Giraffen, ne? Oh! Hier ist so ein Seegang, Henry, halt dich da fest. Oh Gott. Ja, und so viel Programm macht natürlich hungrig und da kommen wir gerade rechtzeitig zur Kaffee- und Kuchenstunde und wir haben uns auch wieder ordentlich aufgedeckt. Ja, da gibt's nur eins zu sagen. Oh yeah. Delfine? Nee. Der ist ganz dicht. Wo denn? Ach da. Das gibt's doch nicht. Seht ihr die Dinger auf der Kamera? Da ist er wieder hochgekommen.